Hallo, mein Name ist Sandra Fehr und ich möchte ein wenig Werbung machen für die Informationsveranstaltung Mahnwachen und Montagsdemonstrationen, die landesweit stattfinden und sehr empfehlenswert sind. Das Bedürfnis und der Wunsch eines gesicherten Weltbildes sind aus psychologischen und evolutionsbiologischen Gründen in jedem Menschen tief verwurzelt. Vom Säuglingsalter an ist jeder Einzelne gezwungen, sein Weltbild zu ordnen und Sicherheit aufzubauen, die später die Grundvoraussetzung dafür ist, auf dieser Welt ein geordnetes Leben führen zu können. Es ist aus dieser Perspektive natürlich und verständlich, dass Menschen ihr Weltbild mit allen Mitteln verteidigen, zur Not auch gegen jede Logik und allen vorhandenen neuen Informationen und Erkenntnissen zum Trotz. In Anbetracht der Situation, dass wir uns von unseren Massenmedien immer mehr verschaukelt, verraten und betrogen vorkommen, möchte ich euch die 7 Lektionen eines Lehrers mitteilen. Die erste Lektion in der Schule lautet Verwirrung. Die zweite Lektion, gesellschaftliche Schichtung. Die dritte Lektion ist die Gleichgültigkeit. Die vierte Lektion, emotionale Abhängigkeit. Fünfte Lektion, intellektuelle Abhängigkeit. Die sechste Lektion, labiles Selbstbewusstsein. Die siebte Lektion, man kann sich nicht verstecken. Diese 7 Lektionen offenbarte Amerikas bekanntester Lehrer John Taylor Gatto. Er gewann mehrfach die Auszeichnung Lehrer des Landes, also ein Mann, dem man durchaus zuhören sollte. Nicht nur sollte. Er stand vor dem amerikanischen Kongress, erhielt eine Audienz bei Bill Clinton und diesem Mann hörte man zu. In Anbetracht der Lage des NSA-Skandals bis zum Mobiltelefon von Angela Merkel sollten wir was? Müssen wir uns neue Informationsquellen suchen? Und in meiner Videobeschreibung gebe ich euch alle Adressen, wo landesweit diese Mahnwachen, Informationsveranstaltungen und Montagsdemonstrationen stattfinden. In dem Sinne, bleibt informiert, was passiert und seid friedlich.